Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem neuen Interview. Und zwar freue ich mich diesmal ganz besonders, dass Sophia sich die Zeit genommen hat. Sie ist nämlich meine liebste YouTuberin im Bereich ASMR. So, es gibt ja kein schönes deutsches Wort dafür, aber erstmal herzlich willkommen an dich. Dankeschön, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Julia. Sehr gerne. Magst du dich erstmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Genau, also ich bin Sophia und ich mache auf YouTube ASMR-Videos. Das sind Entspannungsvideos, wenn man also zum Beispiel Mama ist und man kann nicht einschlafen, kennst du ja. Genau, dann können die Videos einem beim Einschlafen helfen. Und das mache ich auf YouTube. Und im wahren Leben mache ich auch Entspannung, das als Speed-Relax-Trainerin. Da trainiere ich dann Leute, wie sie dann auch ohne Videos einschlafen können. Genau, also ich habe wirklich vor ein paar Monaten angefangen, zum Einschlafen die Videos zu hören, weil es ist wirklich so, du liegst dann da, du bist total müde, aber in deinem Kopf geht nochmal alles, was am Tag passiert ist. Irgendwelche Streits, irgendwelche To-Do-Listen, was musst du morgen alles machen? Ja, richtig. Was musst du denken? Und da finde ich das super entspannt. Und ich glaube, das macht niemand sonst außer mir, aber ich höre die Videos tatsächlich auch beim Arbeiten. Ja, cool. Weil mich das so schön runterholt. Also, mega. Also da mache ich es wirklich jeden Tag. Also zum Arbeiten wirklich tatsächlich jeden Tag. Wie bist du dazu gekommen, diese Videos zu machen? Ja. Ich hatte vor so mittlerweile 4,5 Jahren sehr viel Stress in der Arbeit und ich konnte genauso wie du sagst, das Gedankenkarussell lief, schon die Gedanken an morgen, oh Gott, was kommt da alles, an heute, was habe ich heute wieder für einen Blödsinn auf der Arbeit gemacht und dann konnte ich auch nicht einschlafen und dann habe ich irgendwann mal bei YouTube Massage eingegeben und kam dann halt auf Videos, wo eine Frau mit so einer ganz sanften Stimme massiert hat und dann hat sie so erzählt, was sie dann so macht und tut und ich habe mir dann so vorgestellt, dass ich da jetzt liege und massiert werde und so bin ich dann jeden Abend mit eingeschlafen mit einer Massage und das fand ich total toll. Das Problem war allerdings, dass keine neuen Videos dazu kamen. Also ich habe immer dieses eine Video geguckt, das war auf Englisch und ich dachte mir, so kann nicht mal irgendwer das auf Deutsch machen und noch weitere Videos. Ja, und irgendwann hat es mir gereicht und habe ich gesagt, so jetzt mache ich es halt selbst. Genau, so kam ich dazu. Wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, YouTube habe ich gestartet vor mittlerweile 4 Jahren. Aber ich mache es echt manchmal immer nur dann, wenn ich Lust habe. Also immer so sporadisch. Und manchmal gibt es dann Phasen, da passt es einfach zeitlich nicht oder habe ich andere Interessen. Das ist tatsächlich das einzige Hobby, sag ich mal, bei dem ich so lange dabei geblieben bin, dass mir immer noch so viel Spaß macht. Das ist bei mir ganz genauso, das stimmt. Und cool. mit diesem Interview möchte ich die Leute so ein bisschen inspirieren, das mal auszuprobieren, weil das wirklich so einen extrem positiven Effekt auf mein Leben hatte. Aha. Wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, der damit wirklich noch nie in Berührung gekommen ist, was ist ASMR? Das ist für jeden so ein bisschen etwas anderes, aber ich würde es beschreiben als eine Art Meditation. Also manche Leute schauen ja zum Beispiel ins Lagerfeuer und das Lagerfeuer knistert und sie konzentrieren sich so wirklich drauf und verlieren sich so in den Flammen. Kann ja total beruhigend sein. Und andere Leute schauen dann eben zu, wie eine Frau da sitzt und meinetwegen so auf ihr Handy tippt. Und das ist ja auch eine Art der Konzentration. Also man konzentriert sich dann auf diese Frau, die ganz konzentriert auf ihr Handy tippt. So. Und das lenkt dann total ab von den eigenen Gedanken. Also nicht jeden, aber bei vielen Menschen funktioniert es. Ja, also bei mir ist es wirklich, dass viel über die Geräusche geht. Also deine Stimme. Ich finde es schon jetzt total entspannt, ganz normal mit dir zu sprechen. Aber in den Videos sprichst du ja noch so ganz sanft und leise. Und dann die entsprechenden Geräusche, die du dazu machst. Und da hat ja jeder so seine Lieblingsgeräusche. Was sind deine persönlichen Lieblingsgeräusche? Also meins auf jeden Fall eben auch, einmal sanfte Stimme finde ich total entspannend. Und dann Tapping-Geräusche. Ansonsten nach wie vor Massagen mag ich sehr gerne. Ja. Also ich glaube, da habe ich auch alles geguckt, was du jemals gemacht hast. Ach cool, ja. Also was sind denn deine Lieblingsgeräusche? Also Tapping mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Und den Igelball?
Ah, gut zu Also wissen. das ist, also Igelball ist bei mir der total, also das mag ich wirklich tatsächlich am liebsten. Oder so allgemein, ne, dieses über die Haut fahren, über die Haut streichen. Erst im Moment denkt man Ja, so, das ja. macht doch gar keine Geräusche, aber doch ja, tatsächlich, Ja, weil ja das die stimmt. Lautstärke schon sehr verstärkt ist bei den Videos, ne? Ja, Ja. genau, richtig. Ja. Genau. Habe ich neulich auch gerade zwei Massagevideos gedreht. Also es geht auch demnächst wieder los mit Videos. Jetzt habe ich ja eine Pause gemacht. Ja, genau. Und wie würdest du diese positiven Effekte auf den Menschen beschreiben durch ASMR? Es ist eine tiefe Entspannung, die dadurch ausgelöst wird, finde ich. Also, wie du schon sagst, man kann es entweder natürlich beim Einschlafen hören, aber auch bei der Arbeit nebenbei hören. Und das Schöne ist, also so geht es mir, wenn ich dann so am Laptop sitze und ich bearbeite meine Webseite oder so. Und dann habe ich irgendwie im Hintergrund so jemanden, der macht da noch irgendwas, also so Geräusche halt. Dann finde ich das auch so beruhigend. Man fühlt sich in dem Moment auch nicht so alleine, sag ich mal. Und das Interessante ist ja auch, wenn man bei der Arbeit ist, dann schweifen die Gedanken ja trotzdem mal ab. So, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Wenn man dann aber noch jemanden so im Hintergrund quasi hat, dann finde ich, schweifen die gar nicht so ab, weil man sich dann ja dabei auch noch darauf so konzentriert. Also manche hören ja auch so Musik leise bei der Arbeit Ja. und andere vielleicht so ein ASMR-Video. Genau, weil Musik wäre jetzt nicht so meins. Das finde ich wiederum ablenkender. Und durch die Videos bin ich irgendwie fokussierter und dann aber auch entspannter. So, du bist einfach ruhiger in dem, was du tust, auch wenn vielleicht viel ansteht. Ja, Das richtig. beruhigt einfach. Und abends ist halt wirklich schön. Abends ist dann wirklich so, dass ich mir seltener die Videos angucke, sondern es tatsächlich höre, dass einfach nur die Geräusche reichen. Oder du hast So, ja auch Videos, wo du erzählst und immer mal wieder ja. Geräusche dazu machst. Ne? Also genau, das kannst du ja nochmal Stimmt, ja. erzählen. Welche verschiedenen Arten von Videos kann man denn auf deinem Kanal finden? Ja, also ASMR ist ja insgesamt sehr unterschiedlich, auch das, was Menschen gut finden. Also wenn du jetzt sagst oder deine Zuschauer sagen, ja, ich würde gerne mal reinschauen, guck dir auf jeden Fall mehrere Videos an, denn nicht alles gefällt jedem. Und ich mache zum Beispiel eben Massagevideos, ich mache auch Videos, wo ich dann halt diese Geräusche mache. Dann gibt es Videos, wo ich einfach nur erzähle, zum Beispiel über Reisen. Und dann gibt es wieder Videos, wo ja, ich Meditation auch mache. Also es ist ganz unterschiedlich. Dann habe ich auch noch Hörbücher für die Leute, die bei Spotify und iTunes eher unterwegs sind. Genau. Genau, Also was mache ich noch? dein Hörbuch Überlegen. hatte ich zum Beispiel im Urlaub mit, Ah, cool. weil da wollte ich ganz bewusst so ein bisschen auf WLAN verzichten und Internet. Sehr gut. Und da habe ich mir dein Hörbuch zum Beispiel mitgenommen. Also man kann das durchaus, wenn man möchte. Unabhängig vom Internet kann man deine Sachen natürlich auch hören, ne? Genau. Ja, genau, richtig. Und wenn ich fragen darf, wie ist das bei deinen Kindern? Mögen die das auch oder? Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Das wäre Aha. vielleicht, das ist aber mal eine gute Idee, abends zum Einschlafen. Ich habe noch nie dran gedacht. Du hast mich jetzt Ach, wirklich zum witzig. ersten Mal drauf gebracht. Aha. Aber eigentlich wäre das mal ein Experiment wert, mal auszuprobieren, wie die darauf reagieren. Lass mich das mal, das mache ich heute Abend. Ja. Und werde an das Ende des Videos, werde ich nochmal einen kleinen Beitrag dran schneiden und werde mal erzählen, wie es war. Hast du Erfahrung? Kennst du jemanden, der das schon mal bei seinen Kindern ausprobiert hat? Genau, also ich habe Zuschauer, die haben das auch mit ihren Kindern Mhm. ausprobiert und da klappt das ganz gut. Also ich habe zum Beispiel dieses eine Video, ich glaube, süße Gute-Nacht-Geschichte oder so heißt das. Das ist auch direkt vorne drauf, wenn man auf meine Seite geht. Und da habe ich so Feedback bekommen. Das ist ja so eine niedliche Geschichte, die kann man auch so seinen Kindern vorspielen. Ja, aber da kann ich nur zurückgreifen auf die Erfahrung meiner Zuschauer. Also eigene Kinder habe ich nicht, denen ich das hätte vorspielen können. Aber das probiere ich mal. Das machen wir mal. Und dann hast Ja. du also ist noch gar nicht so alt, das Video, da ging es um Liebeskummer. Also ich war jetzt nicht selbst betroffen, aber ich fand es so schön gemacht von dir. Cool, danke schön. Also da holst du denjenigen ja auch so ab. Man fühlt sich ja von dir angesprochen. Ne? Ist ja nicht so, dass, wie Ja, ich, dass du in die breite stimmt. Masse sprichst. Du sprichst ja mit demjenigen, der sich das Video anguckt. Das finde ich immer so schön. Ja, also das sind so Videos, die nennen sich dann ASMR Roleplays. Und ich nenne es bewusst nicht so, denn manchmal findet man auch recht komische Dinge unter ASMR Roleplays, finde ich. Aber gut, das sei mal jedem selbst überlassen. Und genau, da geht es einfach darum, den Zuschauer wirklich anzusprechen, ihn abzuholen. Ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal im Leben so ein ASMR Roleplay gesehen habe, das war ein
Star-Roleplay. Ja. Und da hat die Frau so mit mir gesprochen, ja, und was hätten Sie denn gerne, was für eine Spa-Behandlung? Ich habe mich so erschrocken, weil ich mir dachte, oh mein Gott, sieht die jetzt hier, wie ich im Bett liege? Die spricht mich ja direkt an. Also ich habe das Video bestimmt viermal weggeklickt, weil ich mich mega erschrocken habe. Echt. Also das war meine erste ASMR-Erfahrung, sag ich mal. Ja, stimmt. Also es gibt ja auch diverse Parodien mittlerweile auf YouTube zum Thema ASMR. Es ist natürlich speziell und am Anfang vielleicht ungewohnt, aber es ist absolut ratsam, das einfach mal auszuprobieren. Wie du schon sagst, einfach mal sich durchzuklicken und zu gucken, was ist denn das Passende für mich. Bist du schon mal ganz konkret mit solchen Parodien in Berührung gekommen und wie stehst du dazu? Ich muss mal überlegen, ob ich schon mal verarscht wurde. weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ein Video über meine ASMR-Videos gemacht wurde, wo es so ins Negative gezogen wurde. Ich meine, wenn es so ist, je nachdem, wie es gemacht ist, manche Parodien sind echt gut gemacht, dann würde ich vielleicht mitlachen. Es kommt natürlich immer drauf an. Ja. Ja, also ich finde, es ist halt für alles eigentlich ein Raum auf YouTube. Und ich finde aber, dass gerade solche Videos, die dann halt auch Mehrwert für denjenigen haben, der sich das anschaut, wie in deinem Fall, dass es halt einfach entspannend wirkt, dass es einfach viel mehr gefördert werden sollte als bloße Unterhaltung oder Produktplatzierung von irgendwelchen anderen Sachen. Also an dieser Stelle deswegen wirklich vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Und du bist ja aber über YouTube hinausgegangen. Erzähl mal noch ein bisschen was zu deinem Speed-Relax-Training. Genau, also das war dann so, dass ich vor einem Jahr kam ich dann hier, also nach Berlin. Ich wohne gerade in Berlin. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass, den Menschen geht es ja hier so wie mir vor 5 Jahren. Denn vor 4, 5 Jahren habe ich eben diese Videos geschaut, um abends einschlafen zu können, weil ich so einen stressigen Alltag hatte. Habe dann aber irgendwann gemerkt, das alleine bringt es ja nicht nur abends einschlafen zu können. Man muss auch gucken, was man tagsüber macht. Ja. Damals war ich noch nicht so schlau. Damals hatte ich dann so eine krasse Erfahrung, durch die ich erst gehen musste. Ich habe nämlich abends, es war an einem Freitag, das weiß ich noch, in den Spiegel geschaut. Da habe ich nochmal so geschaut und dachte mir so, wer ist denn diese Person da? Wer ist denn diese verbrauchte Person, die mich da gerade anschaut? Also ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt im Spiegel, weil ich dachte, boah, ich sehe einfach nur noch fertig aus. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, ich muss irgendetwas ändern. Und da habe ich halt gemerkt, es ist schön, ASMR-Videos zu schauen, aber man muss halt auch drüber hinausgehen. Man muss auch gucken, was man noch drüber hinaus machen kann. Und so habe ich dann halt vor einem Jahr, als ich nach Berlin kam, Leute gesehen, wo ich dachte, ja, die rennen gerade mitten wie ich in einen Burnout rein. Merken es aber nicht. Also ich weiß es von mir selbst, es ist ein schleichender Prozess. Und dann dachte ich, okay, ich muss etwas tun, weil das war auch wieder dieses, ja, irgendwer muss doch mal was machen. Dann dachte ich, ja, okay, ich mache ja schon Entspannung, also kann ich es doch auch tagsüber machen. Und dann habe ich halt Weiterbildung gemacht, Coachings, Seminare, mich weitergebildet und habe dann eine Praxis für Speed Relax Training in Berlin gegründet. Mittlerweile ist es aber so, dass so viele Leute über YouTube kommen, die halt deutschlandweit oder auch in Österreich habe ich Klienten und mit denen telefoniere ich dann einmal wöchentlich, damit wir eben dieses Training reinbekommen. Da gibt es dann auch Hausaufgaben auf und das geht ganz klar über ASMR hinaus. Aber klar, manchmal habe ich Klienten, die haben so eine stressige Woche, die sagen, hey Sophie, mach doch bitte einfach nur eine Meditation mit mir. Genau. Ja. Aber ja, es ist eigentlich ein ernstzunehmendes Thema auf jeden Fall, weil wir heutzutage so überfordert werden und eben auch so viele Eindrücke auf uns einprasseln. Ich meine, du kennst es als selbsterziehende Mama bestimmt am allerbesten, was da alles auf einen zukommt und wo man sich einfach auch so hilflos fühlt in dem Moment. Genau, du fühlst dich manchmal so zerrissen zwischen diesen ganzen Anforderungen, die andere Menschen an dich haben, die du an dich hast, zwischen den vielen Aufgaben und auch diesen vielen Rollen, die wir ja alle haben, die wir besetzen müssen. Und deswegen finde ich es auch genau wie du sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, uns zu entspannen, wie wir zur Ruhe kommen und dass du einfach so vom Grund her ruhiger und gelassener wirst. Kannst du das jetzt von dir sagen, nach dieser Zeit, dass du auch als Mensch gereift bist und ruhiger und gelassener bist? Auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit vor dem Burnout oder vor der stressigen Phase hatte ich zwar auch ein schönes Leben, aber jetzt ist es nochmal ganz anders, ganz intensiver und ich nehme Dinge bewusster wahr. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, okay, ich gehe zum Yoga oder ich gehe zur Achtsamkeitsmeditation, aber
es muss halt auch ein Umdenken im Kopf stattfinden. Also da passiert es als erstes. Wenn man jetzt sagt, ja, ich mache jeden Abend Yoga, ist zwar schön, reicht aber nicht aus. Genau, das ist so ein ganzheitliches, ne? Das ist vielleicht so ein Anfang. Genau, richtig. Und irgendwann, glaube ich, kommt man aber von da nach da nach da und da probierst du das mal aus und dann fängt es an, in deinem Kopf umzudenken, was ist wirklich wichtig, auf was muss ich mich besinnen, genau. Was sind so die Stressfaktoren in meinem genau, Leben. Genau, richtig, richtig. Das ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich, eben, ja. Was die Stressfaktoren auch angeht. Und manchmal sind es im Training so kleine Dinge, wir haben ja manchmal so blinde Flecke, die uns nicht auffallen und dann ist es ein kleines Ding, wo ich sage, hey, schau da mal genauer hin. Und auf einmal ist wie so ein Schleier vor den Augen weg, ja. Genau, das ist das, was ich auch oft sage. Manchmal kommen wir als Einzelperson gar nicht weiter, weil wir an so einem Punkt sind, wo wir sagen, ich finde den Punkt einfach nicht, um den es eigentlich geht. Und da ist es dann toll, jemanden so wie dich zu haben, ne? Der sich damit auskennt, der dann sagt, okay, guck mal da genauer hin oder die entsprechenden Übungen hat, um dahin zu kommen. Super, super schön. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir vor 4 oder 5 Jahren jemanden gewünscht, der mir gesagt hätte, hey, das, was du gerade machst, ist komplett falsch oder nicht komplett falsch, aber guck mal, dass du vielleicht andere Lösungen findest. Denn dann, Entschuldigung, wäre ich nicht in diesen Burnout reingerauscht, dann wäre es alles ein bisschen netter gewesen. Ein bisschen netter. Und jetzt bist du aber diese Person, die du damals gebraucht hattest, ne? Jetzt bist du Person für wiederum andere Menschen. Und ich glaube, das ist auch so die größte Motivation heraus, ne? Wenn man weiß, wie es ist und wie man da reinrutschen kann und dann derjenige für solche Leute zu sein. Also ich würde jetzt an dieser Stelle mal so ein paar Schnipsel aus meinen liebsten Videos von dir hier anfügen und gleich oben in den Infokarten verlinken. Wenn euch das nämlich gefällt, könnt ihr da oben gleich reinklicken. Hallo meine Lieben, ich bin es, Sophia. Und die liebe Sarah bekommt jetzt heute eine Schultermassage. Dafür nehme ich gleich etwas Öl dazu. Taste mich erst einmal vorsichtig entlang, um zu schauen, wie verspannt der Rücken ist. Kopfmassagegerät hinzu und gehe damit auch leicht durchs Haar. Meine Freundin meint im Nachhinein, dass sie dabei totale Gänsehaut bekommen hat. Es ist einfach so. Und wenn man jetzt gerne ein bisschen mehr von dir wissen möchte und vielleicht auch Interesse hat an deinem Speed Relax Training, dann erzähl mal nochmal, wie man dich findet, wie man dich kontaktieren kann, wie das funktioniert. Ach, du bist echt süß, muss ich mal sagen. Also macht echt Spaß, mit dir zu telefonieren, oder? Dankeschön. Ja, wir sehen uns ja auch. Genau, also man kann mich kontaktieren über meine Webseite sophiademar.de. Da habe ich Infos, aber man kann auch direkt ein Training dort buchen oder sich für einen kostenfreien Termin eintragen. Das sind dann 10 Minuten, die ich anbiete, wo ich dann mit den Leuten erstmal rede, sie kennenlerne, gucke, was für individuelle Probleme sie überhaupt haben und ob ich da weiterhelfen kann. Genau. Sehr schön. Also ich werde deine Webseite und natürlich deinen YouTube-Kanal auf jeden Fall auch in der Infobox des Videos verlinken. Und ich würde euch wirklich bitten, das mal auszuprobieren. Es gibt natürlich sicherlich Leute, die das nicht ansprechend finden, ne? Die nicht so den Zugang zu haben. Aber für mich hat das wirklich viel verändert. Und es ist auch so dieses, wenn ich mich selbst gerade nicht runterholen kann. Ne? Manchmal bist du auch so unser, du bist gerade so und denkst, ich kann jetzt nicht meditieren, ich kann jetzt nicht Yoga machen, ich bin gerade so... Mein Gedankenchaos ist so laut, dann diese Videos schauen.
das ist schon, und wenn das der Einstieg ist, um einen entspannten Abend zu haben und dann eventuell noch Yoga zu machen oder zu meditieren oder einzuschlafen. Also das ist, glaube ich, auch so diese SOS-Lösung, gerade auch beim Einschlafen, finde ich. Das stimmt, genau. Ja. SOS-Lösung klingt gut. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ein bisschen erklärt hast, was ASMR ist und vor allen Dingen herausgestellt hast, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir immer mehr darauf achten, wie wir uns entspannen können, wie wir zur Ruhe und zur Gelassenheit finden. Und ich wünsche mir sehr, dass ein paar meiner Zuschauer jetzt hoffentlich auch Fans deiner Videos werden, so wie ich, und das in ihren Mama-Alltag einbauen können. Und ich werde das auf jeden Fall heute Abend mit meinen Kindern ausprobieren und an dieses Video nochmal eine kleine Sequenz dranhängen und erzählen, wie das so war. Weil ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Wenn das funktioniert, dann hast du mir wieder einmal das Leben gerettet, weil es gerade echt schwierig ist, dass sie auch zur Ruhe finden am Abend. Und deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Aber was ich mir zum Beispiel von deinen Videos übernommen habe, ist, dass ich meiner Tochter, wenn die abends noch so ein bisschen nicht zur Ruhe kommen kann, die Haare kämme oder auch mit dem Igelball so über den Rücken gehe, weil das ist ja auch schon quasi live ASMR, wenn man so sagen könnte. Richtig, stimmt. Schön, ja. Und die Berührung ist dann ja auch dabei eben, ne? Das ist auch das Schöne dabei. Genau, also vielleicht das auch mal als Impuls mal einfach zu Hause auszuprobieren. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war super, super schön. Und danke dir. Ihr könnt jetzt gerne Kommentare hinterlassen, vielleicht auch noch, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr ASMR ausprobiert habt, um uns zu erzählen, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen da uns bin ich auch gespannt, ja. Ja. Genau. Und wir sehen uns sehr gespannt, was deine Zuschauer sagen. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ich weiß, einige haben dann auch schon mal, als ich so erwähnt habe, schon mal geguckt und einige gucken es tatsächlich auch regelmäßig. Aber ich hoffe, es werden jetzt noch mehr. Ich bin immer ein Fan davon, wenn mir selbst etwas so gut tut, dass ich das mit den Leuten einfach teilen möchte und sie dazu inspirieren möchte, das auch in ihr Leben zu holen. Schön, toll. Also freut vielen, mich. Vielen Dank für deine Zeit und gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ich habe das tatsächlich ausprobiert. Ich habe den Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte im ASMR-Style zum Anhören gegeben. Die Geschichte verlinke ich euch gleich mal hier oben. Für Svea war es noch nichts, also Svea ist jetzt 2,5. Aber Vince fordert sich diese Geschichte jeden Tag ein. Er möchte jetzt jeden Abend, bevor er ins Bett geht, Börter hören. Und deswegen mache ich es jetzt so, dass er erstmal Börter noch hören darf. In der Zeit mache ich Svea fertig. Und dann kann ich mich in Ruhe um Vince kümmern. Das ist auch eine sehr gute Gelegenheit. Also Vince mit seinen 5 Jahren mag Börter sehr, 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 sehr gerne. Also probiert es wirklich mal aus.